Im Schrauberhof von Axel Zörner ist heute Auslieferung. Er hat einen Trabi Baujahr 87 wieder flott gemacht. Besitzerin Melanie hat das gute Stück von ihren Eltern bekommen. Morgen, Axel! Ach, guten Morgen, Melanie, du bist ja schon da, ne? Ja, hallo. Mensch, ist der Schmuck geworden. Na, Schmuck, ich bin noch nicht ganz fertig, aber hat alles geklappt? TÜV war alles gut, Haargutachten haben wir. Nur bloß Kennzeichen dran schrauben. Und dann kannst du erstmal mit losfahren. Eine erste Fahrstunde hatte Melanie schon. Mit Axel höchstpersönlich. Haarkennzeichen ist ja auch kein Problem. Weil ja wirklich alles noch original ist an dem Ding. Ne? Und nö, von daher war das selbst für den TÜV-Prüfer eine Freude, mal so ein schickes Ding zu sehen. Und poliert hat es Axel auch noch ganz fein. Dankeschön. Bitteschön. Ne? Schlüssel haben wir, Schlüssel? Schlüssel steckt. Steckt, na super. Das war das Erste, was ich gesehen habe, Axel. So, na dann, schieß mal los. So schnell kann Kfz-Mechaniker Axel auch Frauen glücklich machen. Seit 18 Jahren hat er im sachsen-anhaltischen Edgarsleben seine Werkstatt. Geht einmal frei. Läuft. Auch sein Kumpel Micha hat sich heute angekündigt. Wie jeden Tag kurz vor Mittag. Der Werkzeugmacher liebt alles auf zwei oder vier Rädern, was es in der DDR gab. Die Schwalbe hat er von seinem Opa geerbt. Doch heute geht's um sein Spaßmobil. Mal gucken, was der Niva macht. Mit diesem Schrottreifen Lada Niva Baujahr 86 plant Micha einen Ausflug mit seiner Tochter Emma. Doch es fehlen noch Teile. Und auch sonst, naja. Er lief auf jeden Fall, das ist schon mal viel wert. Jetzt kann ich die anderen Räder mal drauf bauen. Die Räder hat Micha von einem Kumpel, der sie nicht mehr gebraucht hat. Denn sein Hobby darf den alleinerziehenden Vater nicht viel kosten. So schlägt sich Micha durchs Leben und hat trotzdem Spaß. Vor allem mit solchen alten Kisten. Jetzt versuche ich hier mal ein bisschen die Bremse wieder ein bisschen beweglich zu machen. Da wird sich das dann schon mal wieder bewegen irgendwann. Denke ich mal. Wenn ich mal ein bisschen Öl an der Bremse ist immer gut. Naja, bei dem Auto ist es ja nur, das ist ja ein Auto, um in Modder rumzufahren, im Schlamm rumzufahren auf solchen Offroad-Strecken. Und da muss das nicht schön sein. Da muss das einen Berg hochkommen und bergunter ein bisschen bremsen und das war's. Und wenn man einen Freund mit einer Autowerkstatt hat, ist das ja alles auch kein Problem. So, wie weit bist du? Ich bin gleich fertig. Na dann los. Ja. Zack, zack. Geh deine Arbeit machen. Was war's denn? Na, ich warte, dass du fertig bist. Mach das ordentlich. Das ist echte Männerfreundschaft. Doch Axel drängelt nicht ohne Grund. Die beiden wollen heute bei einem guten Bekannten noch ein wichtiges Ersatzteil für den Niva holen. Eine Kardanwelle. So, na mal sehen, ob wir eine Kardanwelle kriegen für deinen Lader. Glücklicherweise besitzt ihr Bekannter Mike eine große Kantine in Oschersleben. Es ist eh Zeit fürs Mittag. Und apropos Zeit, die scheint hier stehen geblieben zu sein. Mike ist nämlich Ostalgiker und Sammler von allen möglichen Dingen aus der DDR. Mahlzeit! Mahlzeit! Mahlzeit. Hi! Hallo! Hi! Ich hätte gerne eine Sojacke mit einer grünen Brause kalt. Die DDR-Kantine gibt es seit 7 Jahren hier. Und fast genauso lange sind Micha und Axel Stammkunden. Mahlzeit. Oh, ist hier schon besetzt? Nee, Mahlzeit. Das ist also, die sollen jetzt mal schätzen, wie alt wir sind. Nö, die trauen mich schätzen. Na, ich sag 35. Na klar. Ich sage 36, bin ich näher dran. Ja. Nach dieser Charmoffensive ist nun endlich auch Mike da. Bevor er ihnen eine Kardanwelle gibt, hat er aber noch ein Anliegen. Ein großes. Sein rosa Panzer soll wieder grün werden und muss in die Lackiererei. Aber das 12 Tonnen schwere NVA-Relikt bewegt sich nicht. Naja. Das ist ein bisschen Werkzeug. Ah, ich glaube, der BMW muss noch weg. Ah, da fahren wir drüber. Das macht nee, nix. Das ist hier von den Damen, von dem ja? Vorleins, ja. Das, der muss noch bleiben.
Axel und Micha haben den SPW 70 schon einmal flott gekriegt. Doch nun stand er wieder 18 Monate auf Mikes Museumshof. Das Problem ist bei den Fahrzeugen, die haben zwei Motore. Und wenn die sehr lange stehen, die Motoren zum Synchronlauf zu kriegen, die müssen beide gleich laufen. Und wenn die eine Weile stehen, das sind Benzinfahrzeuge, dann tut sich meistens gar nichts mehr. Da muss man mal gucken, Leitung, Benzin und so weiter und so fort. Und da sind das die richtigen Männer für. Gestatten Panzerfahrer Axel und sein Adjutant Micha. Wir haben Strom da, wir haben Sprit gepumpt. Rechts, links? Den rechten. Ist auch im Dings was zu sehen. Mal gucken, mal starten. Gut. Dann starte mal den rechten erstmal. Ja, ich hab Zündung. Ich gucke mal. Ja. Los! Na, viel tut sich ja schon im ersten Motor nicht. Das, jawohl. Nochmal. Du musst hier einzeln stoppen. Aber der dreht schon schön durch. Ist dieser Optimismus nicht etwas übertrieben? Ich schraube jetzt den Luftfilter ab, damit wir hier ein bisschen Spray reinmachen können. Den Vergaser ein bisschen zusätzlichen Kraftstoff zuführen. Na, von mir aus kann es losgehen. Sekunde noch. So, dann zünden wir. Na, das hört sich aber schon mal gut an. Ja. Benzin, Funkenmangel. No, aber wir probieren erstmal, ob er so kommt. Ich starte. Ja. Doch so ein Panzer ist letztlich auch nur ein Auto. Bleibt also noch der Check der Zündkerzen. Aber ey, die waren alle fort trocken, die Kerzen. Das heißt, die kommen da gar kein Sprit rein. Ja, da hätte aber wenigstens jetzt ein bisschen Zucker machen müssen. So Jungs, Zimmer, links, starten. Ja. Micha probiert's noch mal mit seinem Trick. Zauberwasser in die Ansaugluft. Der Fuchs. Na dann könnte es ja mit der Kardanwelle noch was werden. Er hat was von, wir haben was von, alles ist gut. Nun muss der Panzer nur noch umgeparkt werden. So, kommen wir mit den Antennen überhaupt unter den Dings durch? Ja. Die können wir auch runter machen, die waren. Die kannst du, die klemmt auch mal ein da irgendwo. Hier, fassen wir zu. Die klemmt er da ein. Ja, ja, genau. Und die andere klemmt er hier auch irgendwo ein. So, wollen wir fahren oder was? Ja, ich komm mit. Ja, du kannst hier oben sitzen bleiben, du sagst mir, wo es lang geht. Es geht im Prinzip bloß so ein bisschen um die Engstellen. Ich werde das hinkriegen, aber weißt du nicht, ja, dass auf einmal einer von der Seite kommt und ich sehe nichts. So. Deswegen bin ich ja hier. Genau, genau, das ist das Entscheidende dann. Dabei. Axel hat jetzt nur noch ein kleines Guckloch. Und Panzer ist er nicht mal bei der Armee gefahren. Aber das sieht gut aus. Nur schnell raus, umlenken und zurück. Oh,
vorwärts ist die Sicht schon eingeschränkt, aber rückwärts sieht Axel gar nichts. So, rückwärts einweisen! Und gleich sieht Axel auch, was da vorhin so gerumst hat. So, weg. Ah, jetzt haben wir die Schrauben mal gut getroffen. Das habe ich doch jetzt auch, aber letzter. Kann uns ja nichts. Zwei Meter noch. Warte. Ein Kollateralschaden. Hält das langsam drüber? Ich weiß es nicht. Ey, wieder 3000 Euro. Oh oh. Mike, wir brauchen einen Holzfäller. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich finde das jetzt nicht lustig. Nein, lustig war das für uns auch nicht. Das war jetzt nicht so geplant, Mike. Aber man muss doch hingucken, wo ich hinfahre. Mike! Ihr seid drei Mann. Ja, ich hab nicht gesehen. Ich habe hier nach dem Motor geguckt. Ja, das ist. Wer hat jetzt eine gute Versicherung? Nee, jetzt kein Witz. Nee, das ist kein Spaß. Das muss ja auch relativ knapp gewesen sein, aber nützt ja nichts. Ne? Gut. Na ja, gut, Mike. Hier steht er erstmal. Das hatten sich wohl beide Seiten anders gedacht. Mit der Kardanwelle für den Lada Niva wird's nun aber nichts. Naja, jedenfalls hat's nicht gepasst. Das waren ein paar Zentimeter zu hoch. Und dadurch ist der Balken kaputt. Naja, nun muss auch wieder repariert werden. Nun haben wir Panzer gefahren und gleich Schaden gemacht. Und gleich Schaden gemacht, ja. Sozusagen ja. Ein Grenzdurchbruch, weil das ist ja so eine Grenze, da haben wir einen Grenzdurchbruch gemacht. Und na, da geht mal was kaputt beim Grenzdurchbruch. Ein paar Tage später hat Micha aber noch eine andere Quelle für die Kardanwelle gefunden. Sein Kumpel Mario, alias Schwabbo, hat noch eine rumliegen. Hi. Hast du dich gefunden? Ja. Naja. Fällt mir schwer, aber ich habe mich gefunden. Ja. Komm mal her, Micha. Guck mal hier, das ist richtiges. Oh ja, das sieht gut aus. Ja. Guck mal. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja. Frisches Fett ist auch dran, Mensch. Bewegt sich alles. Ich denke, die passt. Naja, so richtig sicher bin ich nicht, aber das ist ja nicht. Die Länge passt ungefähr. Und ich weiß ja ungefähr, wie sie aussieht. Das ist, da kann man sagen. Ja. Traue niemals blonden Frauen und Autos, die Russen bauen. Also von daher. Ja. Aber wir laufen auch die Dinger. Ja. Und sind reparabel, ja. Das ist das. Kann man auch immer wieder reparieren. Wir tauschen uns aus. Also wenn ich mal was brauche von Ihnen, dann rufe ich auch bei Micha oder bei Axel an. Und so ist das umgedreht genauso. Zumal man noch sagen muss, die Teile gehen mittlerweile aus. Hm. Ja. Ist einfach zu lange her, so ist es. Hm. Wird zwar schon viel nachgebaut, aber die originalen alten Teile, die gehen ein Ende. Hm. Die sind begrenzt. Das ist ja logisch. Irgendwann ist das größte Lager leer. Ja. Wenn der Kardan passt, steht Michas Offroad-Ausflug mit seiner Tochter nun nichts mehr im Weg. So, dann wollen wir mal gucken, ob das gute Stück so einigermaßen da reinpasst. Und ob Micha so einigermaßen darunter passt. Das sieht gut aus. Das passt am Anker. Noch ein bisschen fummeln und dann läuft's. Axel hat inzwischen einen neuen Reparaturauftrag. Naja, so Schwalbe. Diesmal auf zwei Rädern. Eine Schwalbe. Das erste Modell der damaligen Vogelserie der Simson-Werke in Suhl. 50 Kubik und 60 km/h Maximalgeschwindigkeit. Ja, das war das Auto des kleinen Mannes. Ne, bis dann der Trabi sich mehrfach vervielfältigt hat
Und das ist ein besonders gepflegtes bzw. restauriertes Exemplar auch. Das Baujahr weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es noch aus der älteren Serie. Das erkennt man daran, dass der Motor ein gebläsegekühlter Motor ist mit Auspuff links. Die neueren Modelle hatten die S51-Motoren drin. Dann die waren mit Auspuff auf der rechten Seite. Doch diese Schwalbe bremst nicht mehr richtig. Und das soll Axel nun richten. Dafür greift er tief in die Trickkiste. Will mit einem kleinen Blech den Bremsweg des Nocken verkürzen. Naja, das ist so was Altes aus DDR, wenn die Bremsbacken abgenutzt waren, ne, so ein bisschen. Dann hat man eben noch ein bisschen was verstärkt. Ne, und hat damit wieder erstmal noch ein paar Kilometer fahren können. Ja, und das war dann doch wirksam. Konzentriertes Arbeiten ist bei Axel aber auch schwer. Denn immer wieder kommt Kundschaft. Oder ein guter Bekannter. Diesmal der Präsident des örtlichen Java Motorradclubs. Axel. Thomas! Jetzt weiß ich auch, warum du keine Zeit hast. Ja, na siehst du, weißt du, wie es ist? Um in Action. Naja. Ich krieg die Mutter von der Kurbelwelle nicht runter. Von welcher Kurbelwelle? Ja, vom Hyundai. Du kriegst die Mutter da nicht runter? Nee. Ja, mit den Müttern ist es manchmal nicht so einfach. Nicht mal ein elektrischer Schrauber hat genutzt. Aber ich denke mal, mein Kompressor hat ein bisschen wenig Dunst. Wie viel macht denn deiner? Sechs. Na, sechs. Sechs ist ja auch keine Druckluft. Das geht nur unter starker Atemluft. Mensch. Das ist was wert. Naja. Na, dann musst du mal mit dem Auto kommen und dann machst du den Kessel voll und dann nimmst du den Kessel mit 10 Bar mit. Okay, ich bin 5 Minuten wieder da. Ja? Mensch, der Axel ist aber auch ein Kumpeltyp. Und wie ist das jetzt nochmal mit dem Schwalbentrick? Der Trick ist praktisch, pass auf, das Problem ist, ja, hier, hat er einen bestimmten Weg. So, aber das ist hier in dem kleinen Bremsschild, ist das begrenzt. Ja, du kannst also nicht so viel einstellen. Darum legen wir jetzt hier ein bisschen Blech unter. Dünnes Blech, das erste war schon zu stark, aber ein dünneres Blech noch. Und dann funktioniert das super nachher. Klingt aber auch ein bisschen improvisiert. Früher sind wir mit dem Opa zur Arbeit gefahren. Und dann geht's ja darum, ja, du kannst ja keinen Pannendienst anrufen. Weil deine Schwalbe nicht richtig bremst vorne. Ja, da sagen die auch, April, April ist ein andermal. Ja. Ach so. Für Micha wird's nun endlich ernst, beziehungsweise lustig. Der Offroad-Trip mit Tochter Emma kann endlich losgehen. Die 10-Jährige hat sich das von ihrem Papa schon lange gewünscht. Und weil der Niva natürlich nicht straßentauglich ist, muss er auf den Hänger. Scheiße! Scheiße! Kann ich aufsteigen? Ja. Na, das geht ja gut los. Weiß ich nicht, die Dinger waren nicht richtig drin. Willst du einsteigen? Nein. Das kann man jetzt aber auch verstehen. Aber warum, weiß ich auch nicht so richtig. Du musst die fester dran machen. Meinst du, fester dran machen? Ja. Oder andersrum, ja. Hast du Schreck im Bock gekriegt, Mäuschen? Ehrlich? Brauchst keine Angst haben. Passiert nichts. Na, sagen wir mal, beim zweiten Mal passiert nichts. Hat geklappt. Wie wird das wohl erst auf der Offroad-Strecke? Axel hat inzwischen den Kompressor für seinen Kumpel Thomas vorbereitet. Der hat nicht nur für Javas eine Leidenschaft, sondern auch für diesen alten Chevrolet. Mit 10 Bar drauf machen.
Könnte ich denn einen Druckluftschrauber von dir auch mitnehmen, sicherheitshalber? Jo, nimmst du den großen gleich mit und dann... Wie war das mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand? So, kurzen Schlauch hast du? Ja, kurzen Schlauch habe ich. Kurzer Schlauch. Großes Auto. Diesen Chevy, Baujahr 1979, hat der Thomas von seinen Kindern geschenkt bekommen. Schicker Wagen, aber fährt nicht. Ein kleines Problem? Ja, ehrlich. Ich muss nur hier kurz rein. Was geht denn? Ja, kleines Problem. Ich komme hier noch nicht zur Seite. Die Schuster mit den schlechten Schuhen, oder was? Zwei Profis unter sich. Ja, ran. Bis jetzt macht Thomas das ja alleine. Ein paar neue Kerzen werden fällig. Kerzen sind neu. Was? Hast du gut gebrauchte? Nein. Die sind nicht neu. Die sind aber noch kein Jahr drauf. Warum soll ich die wechseln? Keine 10.000 Kilometer. Na, mach mal. Hoffentlich starte mal. Na ja, siehst du. Geht doch. Hey, und mach den nicht aus. Wo ist das Kabel? Doch jetzt muss auch die kleine Schwalbe endlich wieder fliegen. Beziehungsweise bremsen. So, guck mal, siehst du, jetzt baue ich das hier ein und jetzt merkst du schon beim Einbauen, dass es kein Spiel hat, gut straff ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es nachher schön reingeht. Und das schön straff ist und schön funktioniert. Straff ist immer gut. Und wie sieht's nun beim Offroad-Papa Micha aus? Der ist unterwegs nach Dodendorf auf eine präparierte Cross-Strecke. Familienausflug mal anders. Die Kinder sind mir sowieso das Wichtigste. Also von daher, was gibt's Wichtigeres als Kinder? Papa ist lieb und kuschelt immer mit mir. Sag einfach, Papa ist der Beste. Oder? Ja. Micha hat übrigens zwei Kinder. Der Sohn lebt bei ihm. Tochter Emma sieht er jedes zweite Wochenende. Da ist ja klar, dass er ihr was bieten will. Heute mal eine Achterbahn der anderen Art. Nee, darf man nicht rein. Aber nein. Sehr. Nein, trotzdem. Nein, das ist mir zu steil. Das ist nicht steil. Komm, ich zeig dir das. Papa fährt nicht schnell, du brauchst keine Angst haben. Na, wer hätte gedacht, dass in dem Schrotthaufen doch noch so viel Power steckt? Michas Spaßmobil zieht mit. Zumindest eine halbe Stunde. Jetzt ist es aus. Das ist noch die Musik. Was ist eine coole Musik? Findest du? Ja. Also ich will später auch so eine verrückten Sachen machen wie Papa. Und meine Freundin ist auch so verrückt. Und beim nächsten Mal kommt Axels Robo LO in Schräglage. Die beiden Schrauber müssen Schwerstarbeit leisten. Und bei einem Oldtimer-Treffen in Magdeburg haben Axel und Micha ihren großen Auftritt. Ich hatte Ihnen versprochen, Exoten